Ja, moin, ihr geilen Schnitten und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ihr seht hier gerade einen Event-Shop von mir und dazu werdet ihr dann auch gleich mehr im Video sehen. Viel Spaß! Was geht's, Loading hier? Bevor das Video startet, möchte ich euch nur sagen, dass ich fast täglich auf Twitch streame. Lasst gerne ein Abo da und aktiviert die Glocke. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß mit dem Video. Ja, und da sind wir wieder und gehen direkt rein mit dem Zodiac-Bogen weiter. Natürlich in der Hoffnung, dass wir diesen auf plus 9 bekommen. Erster magischer Stein, fail. Der nächste, zack, klapp, klapp. Oh, leider auch gefailt. Und jetzt ein Schmiede hinterher. Ja, auch leider gefailt. Das mit dem Bogen wird noch sehr witzig. In diesem Video haben wir sehr viele Clips, wo wir versuchen, den Bogen zu uppen. Da ist auch mein One ein bisschen reingeflossen. Ich habe auch eine Umfrage ja erstellt auf YouTube, ob wir den Bogen, ja, ob es in Ordnung ist, wenn man den Bogen plus 8 auch reinhaut, weil dann von 8 auf 9, natürlich ist es ein Riesenschritt, es gibt nochmal gut AV mehr dazu, aber ja, habe da auf jeden Fall mir eindeutig mit dem Ergebnis gesagt, wir sollen den Bogen auf 9 uppen. Und das werden wir natürlich jetzt auch versuchen. Wir haben hier ein paar Monis immer geöffnet, um die Schriftrollen des Drachen zu bekommen. Mein Ziel war es immer mit den Schriftrollen des Drachen, diesen auf 8 zu uppen. Hat auch regelmäßig gut geklappt, nur in letzter Zeit möchte das tatsächlich gar nicht mehr. Das werdet ihr in diesem Video auch sehen. Und am Anfang habt ihr ja auch gesehen, wie wir einen Char im SD3 hatten, der Slow Event hieß. Dazu werde ich euch gleich noch ein bisschen mehr erzählen, weil wir haben damit mit den Event-Chars natürlich etwas vor. Aber dazu kommen wir dann gleich, wenn die Clips auch dazu kommen. Im Hintergrund seht ihr, wie gesagt, weiter, wie wir versuchen, den Zodiac-Bogen zu uppen. Das ist die ganze Zeit ein Hin und Her zwischen plus 4 und plus 7. Wenn er dann mal plus 7 klappt, ist natürlich die Hoffnung groß, oh, bitte geh auf 8. Ne? Ich bin auch überlegen, ihr habt ja im letzten Video viel in den Kommentaren geschrieben, yo, Ups mit Schmiede. Ich habe es auch natürlich mit 105er Equipment, gerade mit Zodiac-Waffen, mal die beste Erfahrung mit Schmiede gemacht. Da stimme ich euch zu. Aber halt auch nur, wenn es dann auf 9 gefällt, ist bei mir wieder direkt auf 8 gegangen und dann direkt wieder auf 9. Hat es geklappt. Das ist bei dem Bogen auf jeden Fall momentan nicht der Fall, wie ihr seht. Und da sind auch die Schriftrollen des Drachen wieder leer. Na, da müssen wir natürlich hier jetzt auch wieder, seht ihr, haben wir Mondis. Da seht ihr jetzt auch gleich einmal das Ergebnis, nämlich jetzt. Seht ihr hier einmal, was wir aus diesen Monis rausbekommen haben. Da liegen noch 400 unten im Inventar, weil ich keinen Bock mehr hatte zu öffnen, weil es ist schon ein bisschen AIDS, die Monis zu öffnen. So, also, klappt da auf plus 6? Nein, natürlich nicht. Schauen wir mal. Beziehungsweise 5 war das. Ne, 6 war das, Entschuldigung. Klappt da auf 5, gefailt. Schriftrolle des Krieges rauf damit. Und wieder unten noch eine Schriftrolle des Krieges. So, jetzt geht plus 5. Jawohl, auf plus 6, leider gefailt. Und wie gesagt, das ist halt ein Hin und Her die ganze Zeit. Na, ist er wieder plus 6. Dann haben wir uns mal kurz ein Titandioxid besorgt noch. Wir kosten ja momentan auf dem Markt ein Won pro Stück. So, ja, müssen wir uns halt mitnehmen. Die rote Zodiac-Schatulen, 200 Stück sind immer zwischen 2 Won, 2 Won, 50 KK im Shop. Darüber kaufe ich die auch tatsächlich nicht. Ich tue den Bogen immer so ab und zu mal ein kleines bisschen uppen und das war es halt auch wieder. Ne? Ab und zu mal ein bisschen, in der Hoffnung, der geht dann mal irgendwann wieder auf plus 8. Vielleicht haue ich dann nochmal ein paar MMs drauf, vielleicht klappt es ja damit. So, keine Ahnung, holen wir uns 3, 4 MMs, versuchen es mal damit und dann natürlich noch ein Schmiedehandbuch zum Schluss. Wenn es mit den MMs nicht klappt, hauen wir direkt den Schmiede drauf. So, kein Titandioxid wieder, leider Gottes. Ja, müssen wir ganz kurz eins besorgen und dann schauen wir mal. Geht der Bogen auf plus 7? Nein, natürlich nicht. Leider, leider. Da ist er wieder plus 6. Hab's plus 7? Wieder nicht. Also das ist schlimm mit dem 7er Schritt. Da habe ich die meisten Probleme. Aber ich bin mir sicher, mit den nächsten Parts werden wir diesen Bogen auf jeden Fall noch auf plus 9 bekommen. Es wird halt nur ein kleines bisschen dauern. So, jetzt kommen wir mal zu dem Thema mit dem Event-Chars. Ich habe mir oder bin gerade noch dabei, zwei Chars auf Level 75 zu ziehen, nämlich zwei Suchers. Das Ziel ist für Events wie OK-Karten, Seher-Event und, dass wir die dann zum Beispiel in die Devils Cut-Up kommen stellen können oder halt in den Roten Wald. Da müssen wir uns halt noch Erdtalis besorgen und da am besten Erddev reinhauen.
Und dann dort halt einfach das ganze Event die Autohanden lassen, weil halt eben die Karten oben ins Inventar gehen, in das Event-Inventar. Deshalb habe ich, wie gesagt, ziehe ich mir da einfach zwei hoch. Oh, ganz kurz, Bogen plus 7. Geht der auf plus 8? Dumm, dumm, dumm. Natürlich nicht. Nee, wie gesagt. Der Ziel ist halt, dass wir die da die ganze Zeit Autohanden lassen. Und halt dann eben bauen können, yo, dass wir halt damit gut One machen können natürlich, ne? Das ist halt der Ziel damit. Haben wir ein bisschen One in die Hand genommen, ein bisschen Equipment gekauft. Zum Beispiel die Quilin-Schuhe, neuen, die ich geschenkt bekommen habe, die wird ein Char auf jeden Fall erstmal bekommen. Da seht ihr auch, hier haben wir jetzt gerade ein bisschen Feuerdiff-Equipment geholt, damit wir die Chars überhaupt mal leveln können. Also ich hatte ja schon ein bisschen Feuer-EQ, aber halt nicht für den Sura. Und deshalb mussten wir uns den auf jeden Fall einmal besorgen. Entschuldigung für den kleinen Huster gerade. Ich habe das Gefühl, ich werde krank im Sommer. Ja, sowas gibt's. Ich bin halt sehr anfällig für Krankheiten. Leider Gottes. Ja, da seht ihr, hier haben wir den Char vorbereitet. Hier haben wir uns dann noch zweimal MPPs neuen geholt. Dabei hat uns ein bisschen TP, ein bisschen TP-Absorb gereicht. Mehr brauchen die auch nicht. Wie gesagt, die werden nur Autohanden in Devil's Catacomb, Roter Wald. Sehr viel wird das jetzt nicht sein, was sie an Equipment benötigen. Da haben wir, wie gesagt, ein kleines bisschen One in die Hand genommen. Diese ausgestattet. Das wirklich für die, was das machen werden, reicht das eindeutig. Mehr brauchen die hier auch nicht. Zum Beispiel hier ein gehörter Helm plus 6. Den haben wir uns auch einfach mitgehen lassen. Eine 20 Untote. Eben für die Devil's Catacomb zum Beispiel. Natürlich ein bisschen MP-Absorb wäre auch noch schön gewesen. Da müssen wir halt noch ein bisschen schauen. Aber das kriegen wir auf jeden Fall hin. Vielleicht holen wir einfach am Ende noch schnell mythischen Granat für beide mit MP-Absorb. Juckt ja auch nicht, ganz ehrlich. Dann haben sie sogar einen Granat, dann können wir sie vielleicht irgendwann in die Grotte stellen, weil Blitz-EQ habe ich ja auch am Start. Ne? Aber ob es halt in der Grotte so gut ist, müssen wir halt erstmal noch schauen. Bin ich mir tatsächlich nicht so sicher. Natürlich noch einen Dunkeltali geholt, auch für die DC. Einen hatte ich ja schon, einen haben wir uns noch geholt. Und damit sollte das auf jeden Fall ganz gut gehen. Natürlich, Biologen-Quest darf auch nicht fehlen. Die muss immer weitergemacht werden, damit wir da natürlich auch vorankommen. Und hier seht ihr jetzt Level Up auf 70 von dem ersten Adventure. Bei den ersten haben wir schon fertig. Den zweiten bin ich gerade am Leveln. Das habt ihr ja ganz am Anfang des Videos gesehen. Und hier erreicht er schon Level 75. Damit haben wir den ersten fertig, weil das Okay-Event sollte ja bald starten. Na, wahrscheinlich nach dem Goblin-Event. Und das Ziel ist es halt, damit gut One zu machen. Nee, und damit würde ich mal sagen, ich wünsche euch noch eine angenehme Woche, einen guten Start in die Woche, weil das war's dann mit dem Video. Haut da raus, euer SlowDMG. Bis zum nächsten Mal. Ciao.